1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Sendewoche, einer neuen Talkwoche. Und wir starten wie immer montags mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Maria und Maria ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? 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 Hallo Maria. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, aufgeregt. Ja? Ja. Das ist ja auch völlig normal. Ja. Wenn man schon im Radio und im Fernsehen anruft. Ja. Maria, um was geht's denn bei dir? Also ich habe im Moment akuten Drehschwindel. Also es dreht sich alles rundum, ständig um mich herum. Ja. Und ich hatte jetzt eine Therapie, eine Infusionstherapie. Also Moment, ich muss fragen, du stehst und sitzt, egal was du machst, du hast immer das Gefühl, es dreht sich um, es dreht sich alles. Ja. Das ist ja Horror. Ja, das ist, es ist auch Horror. Das ist immer, auch wenn du dich hinlegst. Ja, und also wir haben dann versucht mit Medikamenten das Ganze so ein bisschen zu ins Gleichgewicht zu kriegen, dass sich das einpendelt. Ja. Nur diese Therapie hat bei mir nicht angeschlagen, weil ich auf diese Mittel allergisch reagiert habe. Oh weia. Also kommt eins zum anderen. Ja. Wie lange hast du diesen Drehschwindel schon? Also jetzt ungefähr, der ist akut aufgetreten vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Kam der plötzlich? Ja. Einfach so, aus heiterem Himmel? Einfach so, aus heiterem Himmel. Ja. So, und jetzt schlagen die Medikamente nicht an, das heißt, beziehungsweise du hast eine Allergie, bekommst eine Allergie durch die Medikamente. Ja, und deswegen ist die ganze Infusionstherapie jetzt erstmal abgesagt worden. Hast du denn, was den Schwindel anbelangt, eine Besserung gespürt? Ja. Das schon? Das heißt, schon. Und welche allergische Reaktion ist das? Also das ganze Gesicht ist angeschwollen und ich kriegte kaum noch Luft. Oh weia, das ist natürlich dann... Ja, und dann ist man erstmal hochgradig mit Cortison behandelt worden. Und So, und nu? Und nu? Und nu ist die Frage, was weiter? Und das macht mir im Grunde ein bisschen Angst. Verständlicherweise, würde mir auch Angst machen. Das heißt, während du jetzt mit mir telefonierst, dreht sich um dich die Welt. Ja. Schnell? Also die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. Je nachdem, ob ich jetzt liege oder wenn ich aufstehe, wird es schneller. Wird einem davon nicht übel? Ja. Also ich versuche, also mit den Medikamenten ist das dann praktisch ein bisschen besser geworden, dass ich da dann auch dann normal bei essen konnte. Aber je nachdem, wie schnell es ist, kann es einen auch schon mal dabei hochkommen. Bist du berufstätig? Ja. Was machst du? Ich arbeite in der Verwaltung. Ja. Kannst du das überhaupt ausführen im Moment? Im Moment bin ich krankgeschrieben. Ja, ja. Und jetzt weiß ich eigentlich auch nicht, wie es so weitergehen soll. Also, du hast mit deinen Ärzten jetzt schon gesprochen. Gibt es nicht ein anderes Medikament, was vielleicht in ähnlicher Weise wirkt, aber nicht diese Reaktion auslöst? Also im Moment bin ich ein bisschen ratlos. Hast du denn mit mehreren Ärzten Kontakt schon gehabt, oder? Ja, ich habe mit mehreren Ärzten Kontakt. Ja. Und es ist dann jetzt auch ausgeschlossen worden, dass es ein orthopädisches Problem ist. Und dass es ein neurologisches Problem ist. Und jetzt ist die Frage eben, was man jetzt machen könnte. Ja, und für mich ist jetzt auch die Frage, was ist die Ursache? Ja. Was ist die Ursache? Man hat also alles ausgeschlossen, dass es kein Tumor ist, dass irgendein Nerv verklemmt ist oder was du gerade schon gesagt hast. Ja. Also man weiß nicht, was es ist, man weiß nicht, woher es rührt und man weiß es nicht zu behandeln im Moment. Genau. So, jetzt nutzen wir unsere Sendung als Plattform. Ich weiß das natürlich auch nicht, aber vielleicht weiß es der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer.
sodass ich euch gerne bitten möchte, wenn ihr Erfahrungen habt mit dieser, nennt man das als Erkrankungsbild Drehschwindel? Ja. Ah ja. Eigentlich auch einen lateinischen Namen, aber den weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Hast du dich selbst denn auch schon mal schlau gemacht im Internet? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Das solltest du vielleicht auch mal tun, wenn du das überhaupt kannst. Ich weiß nicht, ob man da vor einem Bildschirm sitzen kann, wenn sich alles ständig dreht. Also, ja, ich versuche es zumindest. Ja. Denn irgendwie muss man auch sehen, dass man so ein bisschen sich auch ja im Grunde ablenkt, ja, um auch den Tag so ein bisschen zu bewältigen. Hast du eine Familie oder lebst du alleine? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Mhm. Also Maria, ich bitte meine Zuschauer, meine Zuhörer, wenn jemand von euch eine Idee hat, was man da tun könnte, bei akutem Drehschwindel, neurologische, orthopädische Ursachen sind ausgeschlossen, auf das Medikament, was du bekommen hast. Kannst du vielleicht sagen, wie das hieß, das Medikament, was du bekommen hast? Das war so eine Infusionstherapie. Kann ich jetzt nicht sagen, wie das heißt. Okay, auf jeden Fall reagierst du darauf allergisch. Was kann man tun? Wenn ihr Ideen habt, bitte mailt uns unter domian@wdr.de. Wir reichen es gerne dann an die Maria weiter. Ja. Das könnte ich anbieten, Maria. Vielleicht kommt ja die eine oder andere doch kluge Idee oder ein guter Vorschlag, der dir hilft. Mhm. Denn für mich ist auch die Frage, ich sag jetzt mal, wenn es jetzt so stressbedingt ist, dass man dann vielleicht doch irgendwie, weiß ich nicht, noch eine andere Ansatzform findet. Mhm. Das weiß ich nur auch nicht. Ich werde dich mal auf jeden Fall noch mit meiner Psychologin mal verbinden. Ja. Vielleicht kann die dir auch noch den einen oder anderen Ratschlag geben. Ja. Maria, du legst bitte auf und die Heide, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an und wir hoffen darauf, dass uns die Zuschauer schreiben und da irgendwas für dich bei ist, was Gutes. Ja? Okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, Maria. So, meine Lieben, 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch unter dieser kostenfreien Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer nicht vergessen draufzuschreiben. Der nächste Anrufer ist der Philipp. Und Philipp ist 18 Jahre alt. Hallo, Philipp. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Philipp? Es ist bei mir so, dass ich seit mittlerweile nun 6 Monaten circa unter akuten Angstzuständen leide. Seit 6 Monaten? Ja. Kam das von heute auf morgen, von einer Sekunde Nein. auf? Also ich habe das schon in meiner Kindheit schon früher gehabt, aber nie so schlimm. Beziehungsweise ich habe es nie so schlimm wahrgenommen. Ja, wie schlimm ist es denn jetzt? Beschreib mir das mal, damit ich es verstehe. Ja, also ich habe in diesem Sommer jetzt, also es fängt schleichend an. Man hat ein negatives Erlebnis, so wie ich zum Beispiel auf 2 Partys hatte ich das, dass ich ein Unwohlsein empfunden habe und dass ich dann angefangen habe, mich irgendwie selbst zu beobachten und dann die ganze Zeit mir eingeredet habe oder das Gefühl hatte, dass ich keine Luft bekomme. Dabei habe ich ganz normal Luft bekommen. Mhm. Und somit habe ich dann hyperventiliert und durch das Hyperventilieren habe ich dann am ganzen Körper gezittert und das fühlt sich dann so an, wie wenn der Arm eingeschlafen wäre sozusagen und dann das im ganzen Körper und man bekommt dann Krämpfe. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man bekommt keine Luft, weil das Atemzentrum ja vom CO2-Gehalt und nicht vom Sauerstoffgehalt ausgeht. Und man hat aber viel zu viel Sauerstoff im Körper und da kommt man auch nicht alleine von runter. Und das war eben dann, meine Freunde wussten da eben auch nichts mit mir anzufangen. Und das war eben dann, hatte ich das dann 2-mal, dass ich dann vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Und deswegen habe ich mich dann sozusagen, oder wenn ich dann gefragt wurde beim den nächsten Mal, ob ich da irgendwo mit hinkomme oder so, habe ich dann einfach diese Situation dann gemieden sozusagen. Achso, aus Angst, dass das wieder passieren könnte. Genau. Ja, das heißt, im Moment lebst du sehr, sehr zurückgezogen. Ja, also könnte man schon sagen. Bist du Schüler noch? Ja. Die Schule hat ja nun wieder begonnen. Wie ist es in der Schule? Ja, das ist eben auch ein großes Problem. Also ich habe Mühe und also ich schaffe ab und zu nicht immer eben den ganzen Schultag sozusagen durchzuhalten. Ich bin ja in der Oberstufe und habe dementsprechend auch lange Schule. Mhm. Ja, und das also ist das so, dass du in der Schule auch Angst hast, in so eine Panik zu geraten? Ja. Und das ist halt so, dass ich eben auch noch körperlich so ein bisschen labil bin. Also ich bin sehr dünn. Ja. Ich bin 1,83 groß und wiege gerade mal 64 Kilo. Ja, sehr dürr. Ja, und ich nehme aber auch nicht zu. Und gleichzeitig habe ich eben eine leichte Herzklappeninsuffizienz, was aber eigentlich nicht weiter schlimm ist. Aber ich habe eben öfters ein unangenehmes Stolpern. Mhm. Und meine Ärztin meinte, das könnte auch psychovegetativ sein. Also es kann sein, dass dieses Stolpern gar nicht vom Herzen unbedingt kommt, sondern eben dadurch, dass ich diese Angstzustände habe. Und
Wenn man so Angstzustände hat, das deutet ja immer auf irgendetwas hin in der eigenen Psyche. Ja. Auf irgendetwas, was so nicht in Ordnung ist. Ja. Hast du irgendeine Idee? Hast du ein bisschen rumgeleuchtet in dir? Also das Einzige, was mir so aufgefallen ist, im letzten Jahr ist mein Opa gestorben. Mhm. Und Anfang diesen Jahres hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht, mit der ich aber mittlerweile wieder zusammen bin. Aber das war für mich aus heiterem Himmel und ein ziemlich einschneidendes Erlebnis sozusagen. Stopp mal, der Opa, war das eine enge Bezugsperson? Ja, das war eine sehr enge Bezugsperson. Also ich habe meine gesamte Kindheit da verbracht. Am Anfang dieses Jahr, in 2006 war das? Nee, das war im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Ja, aber das war einfach das Einzige, was mir noch so, also was ein größeres Erlebnis war, ein einschneidenderes, was mir eingefallen ist, weil ich wurde ja auch schon öfters gefragt, ob mir irgendwas einfällt, woran es liegen könnte. Mhm. Aber mein Vater geht davon aus oder sagt, dass ich allgemein diese Angstzustände, die halt alle paar Jahre sozusagen hochgekommen sind und in diesem Jahr jetzt akut, also sehr, sehr schlimm. Kannst du dich daran erinnern, früher so als Kind? Ja, aber nur noch ganz, ganz neblig sozusagen, dass ich manchmal nicht in den Kindergarten zum Beispiel wollte oder mehr oder in die Schule, das weiß ich noch ganz, ganz schwach, aber nur. Philipp, lass mich mal was ganz Grundsätzliches fragen. Ja. Abgesehen von der Angst vor diesen Panikanfällen, was ist deine größte Angst im Leben? Zu sterben. Mhm. Das ist das, womit ich am meisten zu kämpfen habe, womit ich auch in letzter Zeit viel konfrontiert werde, weil mein anderer Opa, der noch lebt, hat jetzt erst Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und hat jetzt akuten Leberkrebs. Warum hast du so eine Angst vorm Sterben? Ich weiß es nicht. Also ich komme mit diesem Thema ganz schlecht zurecht und wenn es irgendwie da ist oder ich mal drüber nachdenke oder so, dann versuche ich es so schnell wie möglich zu verdrängen. Mhm. Und das ist bei mir, ich habe dann wirklich Todesangst manchmal in diesen Situationen, wenn es mir schlecht geht oder so. Mhm. Oder dann zum Beispiel wurde ich mal gestochen von der Wespe und ich bin eigentlich überhaupt kein Allergiker und so, aber ich habe dann sofort gedacht, ich kriege einen Allergieschock oder sonst was. Mhm. Und dann hat man auch das Gefühl, man kriegt schlecht Luft, aber das kommt ja dann eben durch die Angst. Und kannst du dich erinnern, du bist jetzt 18 Jahre alt, wann du zum ersten Mal so das für dich empfunden hast, dass du Angst vor dem Sterben hast, wie alt du da warst? Ja, so 13 circa. Auch gebunden an ein Ereignis damals? Ja, nee, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber es war auch, da war ich mit meinen Eltern in Norwegen im Urlaub und da hatte ich die ganze Zeit die Angst, dass ich irgendwie Asthma krieg oder so. Mhm. Und also dann ganz, ganz schlimm, weil also meine Mutter und meine Schwester sind Asthmatiker, aber ich habe das eigentlich, wie gesagt, überhaupt nicht, aber es ist da so das erste Mal gewesen. Und mein Vater sagt, dass ich überhaupt diese Angstzustände, dass ich damit angefangen habe, seit mein Opa, der im letzten Jahr verstorben ist, der war schon mal schwer krank. Mhm. Dem ging es dann wieder besser. Und den habe ich wohl, als ich klein war, mal mit meiner Mutter zusammen im Krankenhaus besucht. Aha. Und nach diesem Besuch wohl sagt mein Vater, wäre das so gewesen, dass ich angefangen hätte, solche Angstzustände zu entwickeln. Andere grundsätzliche Frage. Bist du mit deiner Freundin glücklich? Ja. 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 Hast du Freunde? Ja, aber es ist halt schwer. Also genau, was ich noch vorhin sagen wollte, dass sich das so schleichend entwickelt. Also es war jetzt so ein sehr heißer Sommer. Ich habe mich gar nicht mehr raus vor die Tür gewagt an den Tagen, wo es so richtig, richtig heiß war. Und weil ich einfach Angst die ganze Zeit davor hatte, dass ich irgendwas mit dem Kreislauf bekommen könnte oder sonst was. Und aber Philipp, dann ist das ja schon sehr akut, finde ich. Und dann, wenn etwas so akut ist, gehört das in fachkundliche Hand. Ja. Hast du noch nie irgendwas gemacht mit? Doch, also ich habe jetzt schon mich vor einem Monat bei einem Psychologen angemeldet, der auch Verhaltenstherapie macht. Ja. Und habe ich aber erst einen Termin in circa einem halben Jahr jetzt noch. Erst in einem halben Jahr. So lange Wartezeiten. Das heißt, ich hätte natürlich auch stationär in Behandlung gehen können, aber das wollte ich nicht. Mhm. Das heißt, du musst jetzt irgendwie sehen, dass du das halbe Jahr rumkriegst. Ja. Wobei das halt wieder ein Unding ist, dass man dann ein halbes Jahr darauf warten muss, wenn man akut erkrankt ist. Ja. Ich finde auf jeden Fall das richtig und wichtig, dass du da in fachmännische Hand kommst. Ja. Das wird wahrscheinlich ein kompliziertes Ursachengeflecht haben, das man aufbröseln muss. Ich überlege gerade nur, ich würde gerne dich jetzt gleich an meine Psychologin weitergeben. Ja. Die weiß vielleicht noch ein paar Ratschläge, wie du diese Zeit gut überbrücken kannst bis dahin. Ja.
Ja, das wäre nett. Denn ich könnte mir vorstellen, dass dir das wie ein Riesenberg vor Augen ist, ne? Dieses halbe Jahr. Ja, und ich habe eben nichts, was mir hilft irgendwie. Also mir wird gesagt, ich soll mich abdenken, ich soll versuchen, irgendwas zu rechnen, ich soll sonst was machen dann in der Situation. Aber ich habe für mich noch nichts gefunden, was mir hilft. Wobei, kleiner Tipp am Rande, vielleicht ist das gar nicht erst passend, aber wo du gerade sagst, rechnen. Ich neige dazu, unter Platzangst zu leiden. Ja. Das, was mich in eine irre Panik versetzt. Ja. Es gab mal eine Situation im Aufzug, der Gott sei Dank nur kurz stecken geblieben ist. Ja. Da habe ich angefangen, Rechenaufgaben zu lösen. Ja. Ganz konzentriert. Und als das nicht mehr funktioniert, habe ich angefangen, herunterzuzählen, von 1000 zurück, 999, 998, ich meine, das wirkt wahrscheinlich nicht, wenn man vielleicht noch schlimmer dran ist, aber also so ein kleiner Trick, manchmal hilft das vielleicht ein bisschen. Ja, ich kann mich nur meistens dann gar nicht mehr so, also ich kriege das dann selber nicht hin, mich runterzubringen, dass ich sowas überhaupt noch machen kann. Ja, ja, ich glaube, das ist auch schon sehr gravierender, was du von dir da erzählt hast. Philipp, wir machen das so, du legst bitte auf und die Heide, meine Psychologin, ruft dich an. Ich wünsche dir viel Kraft, dass du die Zeit gut überbrückst bis zur Therapie. Vielen Dank. Alles Gute. Okay, gut, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir ein Thema und morgen haben wir ein sehr, sehr, sehr schönes Thema. Morgen heißt unser Thema, was Frauen wollen. Ja, ich möchte gerne mit euch Mädels über eure geheimen Wünsche reden. Ich möchte auch mit einigen Männern sprechen, die mir vielleicht erzählen, was ihre Frau gesagt hat, was die Frauen ihnen anvertraut haben oder was sie für Wünsche geäußert haben. Und ich würde vielleicht auch ganz gerne mit dem einen oder anderen Frauenversteher sprechen, von Seiten der Männer. Also, was Frauen wollen, das ist unser Thema. Die Hauptfrage ist, was sind eure geheimen Wünsche, ihr Mädels da draußen? Wenn ihr euch gerne beteiligen wollt morgen, dann meldet euch vielleicht heute schon unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr sind wir wie immer da, erreichbar, und um 1 beginnt die Sendung. Hier ist Ingo und Ingo ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist der Ingo. Da ist der Ingo. Also dein Thema von morgen streift so ein bisschen mein Thema. Frauen ist immer ein gutes Thema, trifft auch genau meinen Punkt. Bin ich gespannt, was du... Den ich erzählen möchte. Ja. Und zwar hattest du irgendwann mal eine Sendung unglaubliche Begebenheiten, oder Dinge, die es im Grunde gar nicht geben kann. Ja, genau, so war's. Ich erzähle ganz, ganz kurz, ich habe 1978 eine Frau geheiratet, von der wurde ich dann irgendwann in den 80er Jahren geschieden, habe dann eine zweite Frau kennengelernt, in den 90er Jahren, und irgendwann guckt man so in die Alben, wo kommst du her, was ist deine Familie, und beim Durchblättern dieses Fotoalbums meiner jetzigen Frau, von der ich nun auch getrennt lebe, sehe ich ein Foto, wo meine jetzige Frau, mit der ich noch verheiratet bin, und meine damalige Frau auf einem Foto zusammen erscheinen. Und zwar in Trier vor der Porta Nigra. Das sind die einzigen beiden Frauen, die im Vordergrund sind, und im Hintergrund verschwindet eine ganze Menschenmenge noch durch die Porta Nigra. Ist das ein Zufallsfoto? Das ist ein absolutes Zufallsfoto. Meine jetzige Frau war damals auch verheiratet. Ja. Und ihr damaliger Mann hat sie fotografiert. Und hat zufälligerweise damalige Frau mit auf das Foto bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, so ein Foto zu kriegen, ist wahrscheinlich so wie ein Sechser im Lotto. Ich glaube, noch unwahrscheinlicher. Vielleicht noch unwahrscheinlicher, ja. Bei 6 Milliarden Menschen muss ein Mensch in einer Zehntelsekunde auf einen Auslöser drücken. Unglaublich. Mit den beiden Frauen auf ein Bild bekommen, mit denen ich, und jetzt kommt dieses Schicksalhafte, von der ersten bin ich geschieden und von der zweiten werde ich mich in Kürze scheiden lassen. Ja. Insofern könnte man sagen, dieses Bild hat durchaus so eine schicksalhafte Bedeutung auch für mich gehabt. Letztendlich hat es mit beiden Frauen nicht geklappt. Aber hallo. Also ich habe dieses Bild, habe ich auch immer bei mir, weil ich das so kurios finde, dass der damalige Mann meiner jetzigen noch Ehefrau ein Bild macht. Und ich habe dieses Foto auch meiner ersten Frau, mit der ich immer mal wieder durch Zufall zusammenkomme, habe ich immer gezeigt. Ja.
Und sie sagt, ja, das bin ich, ganz klar. Ja, und sie, konnte sie sich auch erinnern, dass sie da war, an dem Ort damals? Ja klar, das war die Abschlussfahrt. Sie ist gelernte Bankkauffrau und sie hat damals mit ihrer Abschlussklasse da eine Abschlussfahrt hingemacht. Mhm. Und meine heutige Frau war mit ihrem damaligen Mann da. Die hatten nichts miteinander zu tun, die kannten sich überhaupt nicht. Ich kannte zu dem Zeitpunkt, als dieses Foto entstanden ist, meine jetzige Frau natürlich auch noch nicht. Ja, und jetzt tauchte dieses Foto. Und das ist so ein ganz normales Touristenfoto, was man so macht, als so ein Schnappschuss halt. Ganz für das Album. Ja. Also eine Kuriosität. Eine Kuriosität, ja. Ja. Wobei man natürlich wirklich ins Grübeln kommt, ist das irgendwie ein Wink des Schicksals irgendwie? Ja. Ne? Es kann natürlich wirklich ein absolut irrer Zufall sein. Ja. Es kann aber vielleicht auch irgendwie ein ja, was wäre das für ein Wink? Was würde dieser Wink dir im Nachhinein... Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Wie gesagt, mir im Grunde durch Ablauf der Zeit... Du hättest das Foto viel früher sehen müssen, ne? Ja, mein erstes Mal hat es nicht geklappt, mit der zweiten auch nicht. Ja gut, und da gibt es nun mal ein Foto von zwei gescheiterten Beziehungen. Ja. Und dieses Foto trage ich immer mit mir rum. Warum trägst du es immer mit dir rum? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das so ein Nostalgie-Tick von mir, keine Ahnung. Eigentlich haben die beiden Frauen ja kein Glück gebracht. Die haben mir kein Glück gebracht, obwohl ich letztendlich in der Zeit, wo ich mit diesen beiden Frauen zusammen war, schon eine große Liebe da war. Ach so, ja gut, dann ist es kaputt gegangen. Ja. Ja gut, wenn du es so sagen kannst, es war zumindest mal eine glückliche Zeit, es ist dann kaputt gegangen, okay. Ja. Dann sind das die beiden auch Glücksmomente deines Lebens gewesen, die zwar nicht lange angehalten haben, aber sie waren da, ne? Ja. Ja, das finde ich cool. Sehr kurios und wie gesagt, eine unglaubliche Geschichte. Ja. Wenn ich drüber nachdenke, stellen sich mir die Nackenhaare immer noch hoch, weil ich das einfach für so unglaublich halte. Ja, ja. Aber es ist so passiert, genau so. Das Foto ist nicht retuschiert, nicht gestellt. Mhm. Diese beiden Personen, die beiden Frauen haben weder von der Ausbildung noch von den Städten her, das spielt in ganz unterschiedlichen Städten, spielt sich das ab. Und trotzdem gibt es dieses Foto, ganz kurios. Verrückt. Und du bist festgeschlossen, dieses Foto immer bei dir zu tragen. Das werde ich immer bei mir behalten. Diese beiden Menschen haben eine große Zeit meines Lebens mich begleitet. Ja, ja. Das wird immer bei mir bleiben. Ja. Aber ich finde es einfach kurios und das wollte ich einfach mal so zum Besten geben. Ja, das war wirklich eine sehr schöne, merkwürdige kleine Geschichte. Danke, dass du angerufen hast, Ingo. Ich danke auch. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen heißt, was Frauen wollen. Ich möchte gerne mit Frauen sprechen und in erster Linie und hoffe darauf, dass mir die Frauen, dass ihr mir eure geheimen Wünsche erzählt. Die geheimen Wünsche der Frauen. Ich würde auch gerne mit ein paar Männern reden, die von ihren Frauen so erzählen, was die Frauen so äußern an Wünschen, die euch vielleicht auch völlig überrascht haben, als eure Frau irgendwann mal gesprochen hat, vielleicht nach langer Zeit und gesagt hat, das und das würde ich gerne machen oder wollen. Vielleicht wart ihr völlig baff und habt Lust, mir das zu erzählen. Das ist unser Thema morgen, aber heute wie immer eine freie Themennacht und jetzt bin ich verbunden mit Klaus und Klaus ist 54 Jahre alt. Hallo Klaus. Ja, hallo Jürgen Domian. Ja, hallo Klaus. Schön mal dich persönlich wieder zu sprechen. Ja. Du hattest letzte Woche einen sogenannten Stalker in der Sendung. Ja, hatte ich. Und ich könnte auch etwas dazu sagen, wie schwierig es ist, diesen Teufelskreis des Hinterherhechelns oder Hinterherpirschens oder Nachstellens zu unterlassen. Höre ich daraus, dass du auch mal ein Belästiger, ein Stalker warst oder bist sogar? Ich war einer, habe das gut in den Griff gekriegt, auch mit therapeutischer Hilfe. Ja. Nur meine Krux ist oder meine Bestimmung auf gut Deutsch ist, dass ich wohl mein ganzes Leben lang auf Frauen abfahre, wo ich sage, das sind also Pflegefälle. Wie, das sind Pflegefälle? Das sind Frauen, die sind schwach, die leben in Beziehungen, die steigen gerade aus einer Beziehung, lernen mich kennen, benutzen mich als Krücke für einige Jahre und dann wird die Krücke Klaus an die Straße gestellt und hat ausgedient. Und dann ist die Krücke Klaus wütend und stellt den Frauen nach. Genau. So, jetzt erzähl mir... Nein, stellt nach. Klaus möchte eigentlich ein Gespräch haben. Ja, das sagen alle Stalker. Ja, pass auf. Nur ich habe dann irgendwann eingesehen, dass das nicht mehr möglich ist. Mhm. Nur halt dadurch, dass da keine abschließende Sache stattfand. Mhm. Ja.
Erzähl mir doch mal, damit wir ein bisschen Butter bei der Fische tun. Ja. Erzähl mir doch mal so deinen, wie du es vielleicht einschätzt, auch heftigsten Fall, wo du als Stalker, als Belästiger in Erscheinung getreten bist. Also vor 10 Jahren habe ich meiner damaligen Freundin, weil ich sie mit jemand anders im Bett erwischt habe, ja, das Auto abgefackelt, habe ihr also ziemlich psychischen Druck gemacht und habe dann damals auch eine Gefängnisstrafe auf Bewährung bekommen. Habe dann 3 Jahre einfach eine Pause haben müssen, so eine Erneuerung haben müssen. Und wen lerne ich kennen, in wen verliebe ich mich? Wieder in so eine anstrengende Frau mit 3 Kindern, in einer Ehe lebend. Okay, lass mal eben bei dem einen Fall bleiben. Du hast das Auto abgefackelt, du bist verurteilt worden. Wie lange hast du denn diese Frau noch belästigt danach? Mit Telefon oder weiß ich mit was allem? Danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Danach war das so, dass ich sogar eine neue Beziehung mit ihr hatte. Ach so, nachdem du verurteilt worden warst, gab es wieder eine Beziehung. Genau, man muss sich vorstellen, ich hatte ihr Auto abgefackelt und 3 Monate später lag ich wieder mit ihr in der Kiste. So, jetzt sag mir mal ein anderes Beispiel, was du gemacht hast. Also jetzt in meiner letzten Beziehung hatte ich mir vorgenommen, also alles meiner neuen Freundin zu erzählen. Ich habe also die alte Geschichte erzählt und war immer für sie da und wurde dann süffisant aufgefordert mal im Streit. Ja, ich habe mir jetzt ein BMW Cabrio gekauft. Fackel es mir doch ab, damit hast du ja Erfahrung. Ein Cabrio brennt nicht so lange. Sie hat es natürlich nicht geschafft, mich dermaßen in eine Richtung zu drängen, dass sowas nochmal passiert ist. Nur halt, ich habe dann auf andere Art und Weise Druck gemacht. Ich habe also sie bei ihrer Mutter schlecht gemacht, sie bei ihren Kindern schlecht gemacht. Warum hast du das getan? Hatte sie dir einen Anlass dafür gegeben? Ja, ich fühlte mich einfach verletzt, dass sie mich verlassen hatte. Ich kam damit nicht klar. Ach so, nachdem sie dich verlassen hatte? Nachdem sie mich verlassen hatte. Ach so. Mhm. Also unsere Beziehung dauerte 4 Jahre. Ja. Davon 2 Jahre hat sie mich auf eine Art und Weise hofiert, dass mir Angst und Bange wurde. Ja. Also sie lebte noch bei ihrem Mann im Haus. Ja. Wir sind von dem Geld des Mannes in Urlaub geflogen. Sie hat mich ausgeführt zum Essen. Dann zog sie aus und es wurde schlagartig weniger. Sie hatte kein Geld mehr im Portemonnaie, natürlich, weil der Mann wegfiel, in Anführungszeichen. Jetzt sag mal, wie lange hast du dich dann mit dieser Frau, von der du es gerade gesprochen hast, dann noch beschäftigt, obwohl ihr schon getrennt wart? Also das ist jetzt Mai 2004 zu Ende und sie beschäftigt mich eigentlich immer noch. Ach, und du, was heißt, sie beschäftigt dich immer noch? Nur für dich alleine oder trittst du irgendwie auch noch in ihr Leben? Also bis vor einem Jahr habe ich mich auch noch in ihr Leben gedrängt, in ihr neues Leben. Und wie hast du das gemacht? Ja, brieflich an ihren Arbeitgeber, indem ich zum Beispiel behauptet habe, die Geschenke, die sie mir gemacht hat aus diesem Geschäft, die Sachen hätte sie alle gar nicht bezahlt. Und habe aber auch dann gemerkt, dass ich so einen Punkt erreiche. Sag mir noch, ich meine, das ist ja schon eine ganz üble Sache, ne? Dem Arbeitgeber irgendwas fälschlicherweise zu schreiben. Sag mir noch ein paar Beispiele, was du gemacht hast. Ja, und ich habe also ihrem neuen Freund also permanent SMS geschickt. Nur der war so clever und hat sich einfach gedacht, ach, lass den Mann doch machen. Irgendwann fällt ihm an Beleidigungen nichts mehr ein und es läuft sich tot. Und er hat es tatsächlich geschafft, dass ich da kaute kein Interesse mehr habe. Ja, welche Formulierungen hast du denn diesem neuen Freund deiner ehemaligen Freundin geschrieben? Ja, alles ziemlich unter die Gürtellinie. Also ich wusste zum Beispiel, dass sie in ihrer Ehe permanent fremdgegangen ist. Ja. Habe ich dem mitgeteilt. Ja. Dann habe ich quasi unsere schöne Sexualität, die eigentlich sehr schön und erfüllend war, habe ich total in Dreck gezogen. Und hast ihm das dann auch noch mitgeteilt und hast ihn auch beschimpft in den SMS? Ja, aber komischerweise, wenn es ein vernünftiger Mann gewesen wäre, der hätte mich vielleicht mal stramm stehen lassen, hat gesagt, hör mal, mein Lieber, lass das jetzt sein. Ich bin jetzt mit Brigitte, so hieß sie, zusammen und na gut, er hat dich ins Leere laufen lassen, vielleicht war das auch das Klügste. So, nun haben wir schon ein Bild von dem, was du so gemacht hast. Das ist sehr schäbig, ne? Um es gelinde zu sagen. Das war sie auch. Und Jürgen, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Das Allerschlimmste ist einfach, ich bin ein Harmoniefreak. Ja. Wenn ich Streit habe, früher als meine Mutter noch lebte und ich mit ihr gestritten hatte und mir wurde nicht verziehen, ich habe gelitten wie ein Hund. Ja. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, dass du hast auch eine Therapie gemacht, deshalb. Ich habe deswegen eine zweite Therapie nochmal gemacht. Ja. Und das heißt, würdest du denn sagen, dass du jetzt heute, 2006, Herbst,
Ja. Diesen Zug in dir, diesen Charakterzug oder wie immer wir das nennen wollen, hast du es im Griff? Ich glaube, ich habe es im Griff. Und ich glaube auch nicht nochmal, dass ich also nochmal in dieser Richtung irgendwie aktiv sein werde. Ja. Weil letzten Endes ist in der Stadt, in der ich lebe, das ist Münster, ist nicht eine Weltstadt. Da ist dein Ruf ruiniert. Hier kennen sich viele Leute untereinander und man glaubt gar nicht oft, wie man eine Rückmeldung kriegt. Das glaube ich. Noch mit so alten bösen Geschichten, die man so angezettelt hat. Ja. Schämst du dich denn dafür, was du gemacht hast? Bitte? Schämst du dich dafür, was du gemacht hast? Jürgen, ich schäme mich zutiefst dafür. Ja. Das Allerschlimmste ist, ich habe immer versucht, dass diese letzte Freundin, diese Brigitte, mir irgendwann mal verzeiht. Aber nachdem ich, was ich alles wieder losgetreten habe, glaube ich, wird sie mir nicht auf dem Totenbett verzeihen. Hast du denn im Moment auch wieder eine Beziehung? Nein. Nein. Ich habe also zu einer alten Freundin, die in Holland lebt, die Holländerin ist, habe ich eine, das war ihre Vorgängerin, habe ich wieder einen Kontakt aufgenommen, aber der erledigt sich, was weiß ich, alle 2-3 Monate. Mhm. Es ist auch nicht so eng und es ist auch was ganz anderes. Ja. Es ist was Altes, hattest du denn, wenn du so weiter zurückschaust in dein Leben, weißt du, weiß ich, 20 warst oder 25, Mitte 20, hattest du da auch schon so eine Veranlagung zu einer solchen Verhaltensweise oder ist die erst später ausgebrochen? Nee, Jürgen, also wenn man 54 ist und man sich den Spiegel vorhält und man sieht, dass immer, wenn Beziehungen da waren, wo es eng wurde, wo ich nicht das gekriegt habe wie ein kleines Kind, was ich mir erhofft habe an Zuneigung und Liebe, dann habe ich irgendwie nicht angemessen reagiert. Wir wollen nicht normal, aber nicht angemessen. Also es war immer schon irgendwie so eine Tendenz da. Aber Jürgen, nie körperlich gewalttätig, sondern nur verbal. Ja, nur körperlich gewalttätig nicht, aber so ein Auto abfackeln ist dann auch schon heftig. Ja, ich meine, dafür habe ich auch meine Strafe gekriegt. Ja, also ich bin beruhigt, wenn du sagst, du hast das im Griff und du schämst dich ja dafür. Das heißt ja, dass du gelernt hast und dass du Konsequenzen gezogen hast, dass so etwas eben in der Zukunft bei dir nicht mehr vorkommt. Und das ist ja ein guter Ansatz. Nur, was ich so allen Leuten sagen kann, die nicht loslassen können, also es gibt ja genug Männer, die so leben wie ich, die nicht loslassen können, schlecht loslassen können. Also denen kann ich nur raten, das in den Griff zu kriegen, weil auch so die alten Altlasten, die man mit sich rumträgt, können einem auch noch nach 10 Jahren noch manchmal natürlich als Albtraum wieder begegnen nachts und ich glaube, loslassen in jeglicher Beziehung ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dass man das kann. Lieber Klaus, ich danke dir für den Anruf und für deine Offenheit. Jürgen, es hat mich gefreut, auch mal wieder mit dir zu reden. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Carina. Carina, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Carina. Das ist ein schöner Name. Ja, danke schön. Ja, ich möchte mit dir über meine Krankheit sprechen. Ich habe seit Dezember 2000 wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich habe ein Osteosarkom im Knie gehabt. Moment mal, 2000, das liegt 6 Jahre zurück. Richtig, du bist 21, da warst du 15 erst. Genau, richtig. Und was für ein Krebs war das? Ein Knochenkrebs. Ein Osteosarkom. Und wo war der Knochenkrebs? Der Knochenkrebs befand sich im linken Kniegelenk. Und wie hast du das gemerkt? Durch Knieschmerzen? Oder? Ich bin halt viel geritten und das Knie wurde halt immer dicker. Und mir konnte halt kein Arzt genau sagen, was es war oder was es sein könnte. Mir wurden dann Antibiotika gegeben, um halt die Entzündung, wie es damals hieß, zu stoppen. Mir konnte halt keiner helfen und ich bin dann von Arzt zu Arzt und hin und her. Und ja, es fand aber keiner eine Lösung für mein Problem. Mhm. Bis dann hier ein Arzt bei mir zu Hause hier in Soest meinte, ich biopsiere das, ich gucke danach, das kann ja gar nicht richtig sein. Ja. Ja, und der machte dann diese Probeentnahme, ich glaube, das war im Oktober oder so. Und das ist ja für einen 15-jährigen Menschen ein Hammerschlag, ne? Ja, ich hab das in dem Moment gar nicht richtig so mitbekommen, worum es überhaupt geht. Mhm. Ob nur bösartige oder gutartiges Gewebe, ich konnte mir in dem Moment da gar kein Bild draus machen, was er jetzt genau meint. Ich habe mir gedacht, ja okay, ich gehe dann ins Krankenhaus, es wird schon gut gehen und fertig ist. Was wurde denn dann gemacht? Ja, die haben dann mit einer Kniespiegelung, also da wird eine kleine Kamera ins Knie eingeführt und mit einer kleinen Pinzette halt so ein Haut, also so ein Gewebefetzen entnommen. Ja. Und der wird dann halt rausgenommen, eingeschickt und untersucht, ob es halt Tumorgewebe oder halt irgendwelches anderes unnormales Gewebe. Und das Ergebnis war, dass es ein bösartiger Tumor war?
Ja, und das Ergebnis war dann halt leider, dass es ein chondroblastisches Osteosarkom war, also das heißt ein knochenbildender Tumor. Mhm. Und ja, dass der sich halt in meinem Knie beziehungsweise schon runter bis ins Schienbein gezogen hatte. Was ist denn bis heute mit dir alles angestellt worden? Ach Domian, das ist so viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie geht es dir denn heute? Fangen wir mal so an. Wie es mir heute geht, im Moment gerade stehe ich so, ja, ich würde sagen neben mir. Es war bis letztes Jahr im Dezember, habe ich die letzte Chemotherapie bekommen. Bis letztes Jahr im Dezember? Ja. Das heißt, du bist seit die ganze sechs... Zeit durchtherapiert worden, ja. Seit 6 Jahren damit beschäftigt? Genau, seit 6 Jahren. Hast du dein Bein noch? Nein, mein Bein wurde mir amputiert, eine Handbreit über dem Kniegelenk. Über dem Kniegelenk? Ja. Mhm. Ja, und durch die... Wann ist die Amputation gemacht worden? Die Amputation war im Februar 2001. Ach, dann relativ schnell damals. Ja, das heißt, ganz schnell gehen, weil der Tumor sich rasend schnell, auch trotz der Therapie, rasend schnell ausbreitete und da halt gar keine Rettung mehr war. Also die haben gesagt, sie sind froh, dass sie mir den oberen Teil vom Oberschenkel, also sprich den Stumpf, relativ lang lassen können, damit eine spätere Prothesenversorgung halt nichts im Wege steht. Und du hast eine Prothese? Ja, ich habe seit, ich glaube jetzt 8 Monaten, trage ich meine Prothese halt relativ häufig und laufe auch schon sehr eigenständig. Vorher war es für mich halt nicht möglich, weil ich... Aber wie kommt es, dass das so lange dauert? Das ist ganz einfach, und zwar nach der Amputation und der Haupttherapie, die ich bekam, machten sie bei mir ein Lungen-CT, weil der Tumor halt leider dafür bekannt ist, dass er in die Lunge ausmetastasiert. Mhm. Ja, und das fand man dann halt so ganz viele kleine Rundkörper und es war halt alles Metastasen. Ich bin dann insgesamt 4-mal am Thorax operiert, also am Brustkorb, an der Lunge operiert worden. Ach du lieber Gott. Das heißt, da blieb gar keine Zeit, sich mit der Prothese zu beschäftigen? Nein, da blieb gar keine Zeit für. Wo ist denn der Krebs jetzt überall noch aufgetaucht in den Jahren? Der Krebs ist aufgetaucht halt im Knie und in der Lunge zum Glück bis jetzt nur. Ja, und das ist halt auch mein Problem. Ich habe halt am 13.09. diesen Jahres habe ich ein Kontroll-CT gemacht, also quasi nur ganz normale Nachsorge. Und die Bilder sollten am 22.09. bei uns hier in der Nähe besprochen werden. Mhm. Und ich war dann auch beim Arzt und war dann da. Also vorige Woche? Genau, vorige Woche. Also 5 Tage nach meinem Geburtstag. Ja. Und der Arzt schaute mich schon relativ verdutzt an und wusste auch gar nicht, wie er es sagen sollte. Auf jeden Fall meinte er zu mir nur, es täte ihm leid, er wüsste nicht, was er sagen sollte. Aber es sieht so aus, als ob ich hinten links am Schulterblatt oben wieder einen neuen Krebs habe. Mhm. Ich meine, es kann jetzt nicht zu 100% festgestellt werden, also von außen jetzt halt, ob es wirklich Krebs ist. Mhm. Aber auf jeden Fall, so schnell wie er es macht, dass ich jetzt wieder operiert werden muss. Das heißt, ich werde übermorgen in Reda-Wiedenbrück wieder an der Lunge operiert. Zwar dann vom Rücken ausgehend, aber das ist halt in Lungennähe und das muss halt komplett raus. Ja, das muss halt alles so schnell gehen und ich weiß halt nicht, was ich machen soll, wenn das wieder Krebs ist, weil jetzt nach 6 Jahren, ich meine, ich habe viele Freunde, die stehen ganz fest hinter mir und unterstützen mich auch. Aber die sind auch in all diesen Jahren bei dir geblieben? Immer. Mhm. Überall, trotz Rollstuhl, die haben mir so gut geholfen. Mhm. Die waren für mich wichtiger in dem Moment als wichtigster Ansprechpartner, wichtiger als meine Eltern. Lebst du denn bei deinen Eltern noch? Ich lebe noch zu Hause, ja. Hast du hast doch dann auch nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu lernen oder eine Ausbildung zu... Ich habe meinen Sturkopf durchgesetzt und habe mich gegen die Ärzte aufgelehnt und habe während der Zeit, während der Krebserkrankung, meine Realschule zu Ende gemacht, mein Fachabi begonnen, mit 2,5 abgeschlossen im letzten Jahr. Wow. Aber Respekt. Danke. Das heißt, du hast es zu Hause gemacht alles? Ich war in der Schule. Trotz der schweren Erkrankung bist du immer wieder in die Schule gegangen? Ja, weil ich habe die Erkrankung halt als Nebensache angesehen. Ich habe das nie als Mittelpunkt von meinem Leben werden lassen, auch die Amputation nicht. Carina, dann bist du aber wirklich eine sehr tapfere junge Frau. Danke, das sagen meine Freunde auch. Und das ist halt das Problem. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, wenn sie mir sagen... Jetzt in 1,5 Wochen wird die Biopsie wahrscheinlich, wenn ich sie dann übermorgen hinter mir habe, 1,5 Wochen später wird dann das Ergebnis da sein. Ich weiß halt nicht, was ich dann mache, wenn sie mir sagen, dass es wieder Krebs ist. Was wäre, wenn es wieder Krebs wäre? Ja, man würde versuchen, es zu therapieren wieder. Ja, und das heißt wieder Chemo, wieder Haare weg, wieder total down, der Kreislauf wieder total im Arsch. Wie viele Chemotherapien hast du schon gemacht?
Ich habe vergessen zu zählen, ab 50. Ach, 50? Ja. 50 Chemotherapien. 50 Chemotherapien. Ich war halt am Ende der Therapie war ich halt wöchentlich zur Therapie weg. Also die Endtherapie war halt immer wöchentlich. 50 Chemotherapien. Ja, wie viel Mal bist du aufgehört zu zählen? Ich weiß nicht, wie viele. Wie viel Mal bist du operiert worden an deinem Körper? An meinem Körper insgesamt, ich glaube 10 Mal. Mhm. Ja, ich habe auch nur noch ein Drittel Lunge, also das ist auch alles irgendwie so, aber das ist Nebensache, das ist nicht lass mich will. Lass mich was fragen, zu den Chemotherapien. Ja. Wenn man so viele Chemotherapien gemacht hat, würde ich jetzt als Laie denken, Mensch, das muss doch irgendwelche Nebenwirkungen langfristig auch haben. Ist das so? Ja, ich habe einen sehr feinen Geruchssinn davon getragen, also ich rieche total, ganz sanfte Gerüche rieche ich total extrem. Mhm. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Ich bin eigentlich quasi so gesehen ein total normaler Mensch, nur halt mit einem Bein, einer etwas komischen, etwas schrägen Vorgeschichte, dass ich lebe halt ganz normal. Also ich bin eigentlich kaum zu unterscheiden. Wenn das jetzt, was ich wirklich, wirklich nicht hoffe. Ja, ich auch und, nicht. Ich hoffe inständig, dass es nicht so ist. Aber wenn es, man muss ja über alles vorher auch nachdenken. Aber du hast noch die Power dazu. Ja, das weiß ich halt nicht genau. Mhm. Ich meine, alle Leute sagen zu dir, du bist so tapfer. Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass tief in dir dann auch so das Gefühl ist, ich kann nicht mehr. Ja, so langsam bricht mein Kartenhaus halt zusammen. Mhm. Ich meine, ich kann nach außen hin immer, das war bei mir so, nach außen hin gerade meinen Eltern gegenüber, immer die Starke stehen lassen, weil meine Eltern unter der ganzen Situation am meisten gelitten haben. Also mehr als ich, würde ich sagen. Weil klar, wenn das, halt Kind, so, wenn das Kind... Ja, und, klar. Genau. Klar, klar. Ja, und meine Freunde, die konnten halt bei mir hinter die Kulissen gucken. Meine Eltern, denen war das irgendwie... Mhm. Ja, denen habe ich das immer verwehrt. Mhm. Und bei meinen Freunden, aber es gibt Freunde, wo du dich auch als als schwache und als weinende Frau zeigen kannst. Genau. Lass mich nochmal was zu der Krankheit fragen. Ja. Gab es oder gibt es denn Prognosen von Seiten der Ärzte, dass dieser Krebs auch irgendwie irgendwann mal endgültig besiegt werden könnte? Ja, am Anfang, als der ganze Quatsch aufgekommen ist, also sprich vor 6 Jahren, da hieß es halt eine Heilungschance von 80%, eine komplette Heilungschance. Ja. Da das Ganze jetzt aber schon seine 6 Jahre so ins Lande gezogen ist, ich weiß es nicht genau. Natürlich kann man nur hoffen und sagen, es wird wieder. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass es wieder wird. Aber ich weiß halt nicht, wie es wird, wenn es wieder Krebs ist, weil irgendwie habe ich so meine Sanduhr, da rieselt das letzte Korn gerade raus, weil ich wirklich nicht mehr weiß, wo ich die Kraft hernehmen soll. Was sind deine Träume, wenn du gesund bleibst? Meine Träume? Ja. Ja, klingt ein bisschen paradox, aber ich werde mein Abitur nachholen. Ich kann ja leider nur mein Fachabitur machen während der Zeit der schweren Therapie. Ja. Mein Abitur nachholen, ich möchte gerne Medizin studieren und anderen Leuten helfen. Super Plan. Und wahrscheinlich super auch in die Onkologie gehen, also sprich in die Krebstherapie. Wer könnte sich besser dann in Kranke hineinfühlen als du? Ja. So, jetzt mache ich einen Vorschlag, Carina. Ja. Du kommst übermorgen unter das Messer. Ja, übermorgen unter das Messer, genau. So, und die Befunde sind wann zurück? Ja, ich denke 1,5 Wochen später. Also sagen wir mal, in 2 Wochen weißt du Bescheid. Ja, genau. Ich würde mich gerne mit dir verabreden in 2 Wochen. Ja. Und dann unterhalten wir uns über das, was dann wirklich Sache ist. Ja, gut. Ja? Machen wir. Meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an und dann können wir das genau auskaspern, wie und wann wir dich anrufen. Ja, danke schön. So, und ich drücke die Daumen. Ein großes Lob erstmal an dich. Du hast eine super Sendung. Die ganze Zeit der Therapie nachts, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich dir zugehört. Sehr lieb, dass du es sagst. Wie Seelenbalsam. Danke, danke. Aber ich sage dir, Hunderttausende drücken dir jetzt auch die Daumen. Ja. Dass es gut geht. Dankeschön. Und wir wollen doch hoffen, dass das auch eine Wirkung hat. Ja, ich denke schon. Und wir beide sprechen uns in 2 Wochen wieder. Alles klar, Domian. Toll, toll, toll. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema, was Frauen wollen. Ich möchte gerne mit Frauen über ihre geheimen Wünsche sprechen. Was sind eure geheimen Wünsche, Mädels? Ich möchte gerne auch mit Männern sprechen, die vielleicht ganz baff waren, was ihre Frauen alles so erzählt haben, was sie so an geheimen Wünschen haben. Vielleicht hat die eine oder andere Frau euch
irgendwann, vielleicht nach Jahren irgendwas gesagt und ihr wart ganz baff und habt das nun auch erkannt als einen geheimen Wunsch eurer Frau. Also, was Frauen wollen. Unser Thema morgen, ihr könnt jetzt schon mailen, natürlich unter domian@wdr.de, ab 0 Uhr morgen anrufen oder auch während der Sendung morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Bianca begrüße ich jetzt. Bianca ist 18 Jahre alt. Hallo Bianca. Hallo. 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 Weswegen rufst du an, Bianca? Ja, und zwar, mein Thema hat auch ein bisschen was eigentlich mit morgen erst zu tun. Und zwar habe ich einen Freund, mit dem ich jetzt 1,5 Jahre zusammen. Und seit einem halben Jahr überlege ich, also oder habe ich den Gedanken, dass unser Sexleben eigentlich ziemlich langweilig geworden ist, weil es eigentlich immer das Gleiche ist. Und ich überlegt habe, dass wir irgendwie eigentlich was Neues mal irgendwie aufsehen können. Was bedeutet denn immer das Gleiche? Was macht ihr denn? Ja, also was man halt eigentlich normalerweise so sagt, dieser normale Blümchen-Sex. Das halt irgendwie alles streicheln und alles halt... Immer dasselbe Vorspiel. Sehr zärtlich, ja. Und es ist halt immer genau das Gleiche. Immer die gleichen Rituale. Wie lange dauert es meistens ungefähr? Ja, also so insgesamt vielleicht eine Stunde. Doch, immerhin. Ja, es ist schon lange und es ist auch in Ordnung, aber es ist halt immer das Gleiche. Und so langsam, so nach einem Jahr denkt, oder seit 1,5 Jahren denkt man sich halt irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Passt in der Tat zu morgen, was Frauen wollen. Was will Bianca? Ja, Bianca hat sich dann überlegt, nach einem Jahr, oder ist dann auf den Gedanken gekommen, bin ich irgendwie, dass man ja, also ich habe irgendwie festgestellt für mich selber, da ich dann überlegt habe, immer mehr auf den Gedanken gekommen bin, man könnte was Neues probieren, habe ich dann überlegt, dass mir das, glaube ich, gefallen würde, wenn der Sex etwas härter wäre. Also so, ich habe in die Richtung halt irgendwie gedacht, so SM-Spielchen. SM? Aha. Ja, dass man da irgendwie... Also du, dass du passiv bist oder dass du selbst auch loslegst? Ja, also beides. Beides. Dass er auch mal was machen könnte oder dass ich noch was machen könnte. Dass wir halt mal verschieden irgendwie hast seine, hast du es ihm denn vorgeschlagen schon? Nein, noch nicht. Weil ich, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich ihm das beibringen soll, ihm ansprechen soll. Weil ich wie alt ist er? 21. Ja. Ja, und ich weiß nicht, wenn ich das ansprechen würde, dass er vielleicht enttäuscht wäre davon, dass er merkt irgendwie, dass ich seit 1,5 Jahren oder dass er dann Angst hat, dass ich seit 1,5 Jahren also, unzufrieden bin. Pass auf, das allererste finde ich super wichtig, dass du das ansprichst, dass du mit dem Sex nicht zufrieden bist. Das muss man ansprechen. Wenn man es nicht anspricht, wird das immer frustrierender und was glaubst du, wie viele Hunderttausende, Millionen Beziehungen genau deshalb kaputt gegangen sind, weil ein Partner den Mund nicht aufgemacht hat. Da ist man ja, irgendwann stimmt, so unzufrieden und dann hat man keinen Bock mehr. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch schon. Also wie gesagt, ich bin schon seit einem halben Jahr irgendwie am Überlegen, was wir anders machen könnten, aber ich habe noch nichts angesprochen, weil ich gesagt hat, Angst habe irgendwie, dass er halt irgendwie schlimm reagiert. Dass ja, er das aber das, findet. Nein, also weißt, was soll er, was, wie soll er reagieren? Natürlich, es kann sein, dass er erstaunt ist. Dass er vielleicht auch enttäuscht ist, dass er denkt, dass ich irgendwie den Sex mit ihm nicht mag oder... Ja, aber so ist es nun mal. Du findest es langweilig im Moment und dann muss er sich damit auseinandersetzen. So ist das nun mal in einer Beziehung. Ja. Vielleicht, weißt du, man weiß es ja nicht, vielleicht findet er es ja auch langweilig und ist genauso vorsichtig wie du. Kann ja sein. Auch sein. Aber es ist halt irgendwie diese Gefahr, was ich mir immer vorstelle, wenn ich das anspreche, dass diese Gefahr da ist, dass er total schockiert ist. Auch gerade, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie, dass ich vielleicht das sehr schön fände, wenn das alles ein bisschen härter wäre, dass das, ja. So, dass er das halt nicht so empfindet und dass er da genau. Total schockiert ist. Lass uns weiterreden. Also der erste Schritt zu sagen, ich bin unzufrieden, ist das musst du machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Natürlich, wenn er ein bisschen fragt, wird er vielleicht dann sagen, na, was willst du denn? Was möchtest du denn? Da besteht natürlich die Gefahr, dass er geschockt ist, wenn er diesbezüglich überhaupt nicht gestrickt ist, wenn er da überhaupt keinen Sinn für hat. Aber auch dann ist es nicht schlimm. Dann hast du es gesagt, was du möchtest. Er weiß, wie du drauf bist. Vielleicht gibt es ja doch so eine kleine Ader in ihm, dass ihr euch so ein bisschen annähert. Vielleicht kommt es ja gar nicht dazu, dass er den härtesten SM-Sex macht. Vielleicht gibt es einfach einen neuen Wind in euer Sexleben. Wie gesagt, ich habe das auch noch nie ausprobiert. Und für mich wäre das dann auch neu. Und ich würde das auch langsam angehen wollen. Ja, aber ich meine, wenn er da überhaupt keinen Bock drauf hat, besteht auf jeden Fall die Chance, wenn du jetzt das Thema ansprichst, dass generell ein neuer Wind in euer Sexleben kommt. Vielleicht durch irgendwelche anderen Sachen, die er dann auch vorschlägt.
Also meinst du, ich sollte das auf jeden unbedingt. Fall... Unbedingt, unbedingt, ja. Bianca, unbedingt. Das gesagt, letztendlich kannst du und könnt ihr nur daran gewinnen. Auf Dauer, sage ich dir, endet das in Frust und irgendwann zerbricht die Verbindung und man sucht sich bei jemand anderem das, was man sucht. Also soll ich auf jeden Fall riskieren, dass er auch vielleicht irgendwie negativ reagieren könnte oder ja, so? Ja, finde ich, das musst du riskieren. Ja. Mhm. Das gehört, finde ich, gehört zu einer guten Beziehung auch dazu, dass man eben auch solche Sachen, gerade solche Sachen, mein Gott, das ist Sexualität, das ist ja nur das Intimste, was zwei Menschen miteinander haben. Ja. Dass man den Mund auch aufmacht in einer guten... Ja, auf jeden Fall, aber ich habe Angst, dass er so schockiert ist, auch gerade wenn ich dann komme, dass es irgendwie ein bisschen härter sein könnte. Ach, das wird der junge Mann schon überleben. Also er wird schon kein Trauma davon tragen. Wenn du das, okay, du kannst ja auch, du kannst ja auch fragen, auf was er so steht. Vielleicht kommen da auch noch ganz neue Aspekte an den Tag. Okay, ja, dann probiere ich das. Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Alles Gute, danke Bianca. Für deine Hilfe. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier bei uns, dann meldet euch. Und hier ist Sandra. Sandra ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Sandra. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Stalking. Auch? Ja. Oh, da haben wir aber was losgetreten jetzt. Bist du ein Opfer? Ich bin ein Opfer, ja. Erzähl, was ist los? Also ich fange mal an. Vor 11 Jahren bin ich mit dem Mann zusammengekommen. Mhm. Und er war auch sehr besitzergreifend, er hat mich 11 Jahre lang als sein Eigentum behandelt. Ich habe mittlerweile keine Freunde, keine Bekannte, niemanden mehr. Bist du mit diesem Mann noch immer zusammen? Nein, nein, nicht mehr. Es kam vor, dass er mich in der Beziehung, er hat mich vergewaltigt. Mhm. Er hat mich seelisch sehr fertig gemacht, dass ich jetzt mittlerweile unter Depression leide. Mhm. Am Anfang unserer Beziehung ging es so weit, ich muss dabei sagen, er trinkt auch, er ist Alkoholiker. Mhm. Es ging am Anfang unserer Beziehung auch schon so, dass ich vor ihm gekniet habe, ihn gebeten habe, nicht saufen zu gehen, weil er dann wieder so aggressiv wird. Mhm. Er ist gegangen und ich habe mich dahingestellt und meine Pulsadern aufgeschnitten, mhm, weil ich nicht mehr leben wollte, weil ich schon wieder Angst hatte, wenn er wieder da ist. Mhm. Wann hast du dich denn von ihm getrennt? Direkt getrennt vor anderthalb Jahren habe ich mit ihm Schluss gemacht. Hast du mit ihm Schluss gemacht? Ging das von dir dann aus? Ja, aber er hat es nicht akzeptiert und ist trotzdem noch bei mir geblieben. Wie lange bei dir geblieben? Bis jetzt Anfang des Monats, da konnte ich ihn ganz und gar aus meinem Leben drängen. Bis vor einem Monat konntest du ihn? Also du hast vor anderthalb Jahren schon Schluss gemacht? Ja. Warum hast du vor anderthalb Jahren Schluss gemacht und schon nicht früher? Ich habe es immer wieder versucht, aber er hat mich nicht gehen lassen. Ist denn da vor anderthalb Jahren etwas sehr noch Besonderes passiert als vorher schon, was so das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Ja, erstens habe ich nachgedacht, ich habe drei Kinder von ihm bekommen. Alle drei Kinder sind mir wegen ihm weggenommen worden. Die sind in einem Heim? Die sind in Beipflegefamilien. Weil das Jugendamt gesehen hat, das geht nicht in der Familie? Genau. Mhm. Und dann vor anderthalb Jahren hat er sich ohne meines Wissens, ich muss dabei sagen, ich lebe momentan vom Arbeitsamt, mhm, ohne meines Wissens hat er sich dann aus der gemeinsamen Wohnung abgemeldet. Mhm. Und da habe ich gesagt, du hast dich abgemeldet, dann verschwinde jetzt auch und lass mich in Ruhe. Mhm. Ah ja. So, aber das hat er nicht akzeptiert. Das hat er nicht akzeptiert, nein, er hat sogar die Scheibe eingeschlagen. Das heißt, ihr habt dann de facto noch bis vor kurzem auch in einer Wohnung zusammen gewohnt? Ja. Wie hat er dich bis vor kurzem behandelt? Mies. Also wirklich mies. Ich war sein Eigentum. Wenn ich mal irgendwie alleine rausgehen wollte, hat er mir einen Terror gemacht, bis zum geht nicht mehr, dass das ganze Haus mitbekommen hat. Ich gehe davon aus, wenn du mies sagst, klingt das viel zu harmlos. Ja, das klingt mehr als harmlos. Dieser Mann ist doch sicher in all den Jahren, so wie du ihn mir jetzt schon geschildert hast, auch sehr gewalttätig gegen dich geworden. Ja, seelisch, körperlich, er hat mich schon vergewaltigt. Er hat dich geschlagen? Ja. Er hat dich misshandelt, kann man das so weit sagen? Ja. Wie hat er dich geschlagen? Wie hat er dich verletzt? Er hat mich einmal so gegen einen Schrank geworfen, dass sogar ich beinahe in ein Messer gefallen wäre. Mhm. Er hat
Tür, obwohl ich die Tür zugelassen habe, als er mal wieder abends weg war und wieder reinkommen wollte, hat er die Scheibe eingeschlagen, obwohl ich hinter der Tür stand. Er hat manchmal mich so gegen die Wand gedrückt, dass ich wirklich Angst hatte oder mich so fest um den Bauch gehalten, dass ich kaum Luft gekriegt habe. Ich muss aber sagen, ich bin auch Asthmatiker. Das heißt, du hattest auch immer wieder Angst, um quasi auch Todesangst. Ja. Wie ist es dir gelungen, du hast gerade gesagt, vor einem Monat ungefähr ist er endgültig aus meinem Leben verschwunden. Was ist da passiert? Ja, es kam dazu, dass er mal wieder abgehauen war. Und ich bin dann an dem Tag, habe ich auch die Möglichkeit abzuhauen und bin dann erst abends wiedergekommen. Mhm. Und da lag er hier wieder bei mir vor der Tür, wollte vor der Tür schlafen. Und ich habe halt auf dem Flur, weil ich nicht mehr tragen habe, ein Theater angefangen. Ich habe gesagt, verschwinde. Ich will dich hier oben nicht sehen, ich will dich hier oben bei mir nicht sehen. Und dann haben wir halt auch Nachbarn hier im Haus, haben ihn dann rausgeschmissen. Und er hat sich dann nicht mehr bei dir gemeldet? Doch. Er meldet sich immer wieder, er meldet sich jeden Tag. Ach so, weil ich gerade gedacht habe, du sagst, er ist endgültig aus meinem Leben. Ich dachte, irgendwie, er sitzt im Gefängnis oder irgendwas. Nee, das kann er nicht, die Polizei hat leider nichts unternommen. Wie meldet er sich? Per Telefon oder steht er vor der Tür? Er steht vor der Tür oder manchmal nachts schläft er sogar hier vor der Tür. Ah, das ist ja Horror. Oder, nee, oder er beobachtet das Haus oder er macht nachts Klingelmännchen, damit ich ja nicht schlafen kann. Mhm. Oder wenn ich irgendwo hingehe. Urplötzlich taucht er auch da auf. Also es vergeht nicht ein Tag, wo ich ihn nicht sehe. Hm. Vergeht nicht. Das ist eine Unmöglichkeit. Ja. Warum hast du ihn in all den Jahren nicht wegen seiner Gewalttätigkeiten und eben auch wegen der Vergewaltigung angezeigt? Wegen der Vergewaltigung habe ich mir damals gesagt, vielleicht gehört es zu meiner Beziehung dazu. Vielleicht, ich muss sagen, er hat mich auch ziemlich labil gemacht. Mhm. Also du warst ein anderer, ein gesünderer und stabilerer Mensch damals, als du ihn kennengelernt hast, als jetzt. Genau. Mhm. Also ich bin mit meinen ganzen Nerven total am Ende. Warum keine Anzeige? Ich habe es versucht. Es kam mal eine Nacht vor, da hat er 6-7 Mal diese Klingelmännchen-Spielereien gemacht. Da habe ich die Polizei angerufen. Die haben ihn nur bis zu einer Ecke weggebracht und das war's. Eine halbe Stunde später stand er wieder an der Tür. Ja, meine Frage bezog sich aber auf die Vergewaltigung und auf die Vorkommnisse der letzten Jahre. Warum hast du ihn früher nicht angezeigt? Angst. Mhm. Pure Angst. Mhm. Angst auch, weil als Teenager hat man schon mehrfach versucht, mich zu vergewaltigen. Mhm. Und da bin ich zur Polizei gegangen und ich habe gesehen, wie man mich angeguckt hat und ich konnte das nicht mehr. Mhm. Ich hatte Angst, dann wieder diese ganzen Blicke und ja. Bist doch selber schuld, warum bist du dann mit ihm zusammen und so. Mhm. Hast du der Polizei erzählt, was für eine Geschichte hinter dir liegt mit diesem Mann, als du die Polizei jetzt angerufen hast? Das habe ich. Weil es kam mir auch sogar schon mal vor, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her oder zwei Jahre her, da war ich duschen, ich komme unter der Dusche, da war er mit einer Musikanlage weg. Mhm. Da hat er die Musikanlage geklaut und verkauft. Mhm. Daraufhin habe ich eine Anzeige gegen ihn gemacht, wegen Diebstahl. Mhm. Aber das Verfahren wurde eingestellt. Mhm. Ja, das ist ja auch noch eine Kleinigkeit gegenüber den Dingen, die er dir angetan hat. Ja, aber um mal so als Vorgeschichte zu sehen, hätte die Polizei eigentlich da schon wissen müssen, was er eigentlich für einer ist, nachdem ich die dann an dem Amt hier angerufen hatte. Mhm. Hast du denn alles erzählt, was da in der Vergangenheit passiert ist? Ich spreche jetzt auch nochmal an auf die Vergewaltigung. Nee, von der Vergewaltigung habe ich nichts gesagt. Mhm. Ich habe nur gesagt, er hat schon um die Tür eingeschlagen, er hat schon körperliche Gewalt angewendet. Ah, ja. Ich habe hier Angst um an dem. Das Einzige, was die dann sagen, dann machen sie ihm doch nicht auf. Ja, toll. Der Einzige kommt halt, den die mir gegeben haben. Was ist jetzt zum Beispiel heute Abend, heute Nacht, jetzt in diesem Moment? Was meinst du, wo hält er sich auf? Ich tippe, er steht wieder direkt neben dem Haus und beobachtet, ob ich zu Hause bin. Kannst du vom Fenster aus runtergucken? Ja. Das kann ich. Mhm. Aber du hast noch nicht geguckt und du willst auch nicht sehen, du willst auch nicht, dass er sieht, dass du guckst. Genau. Ja, das ist auch richtig so. Mhm. Eine sehr bedrückende Situation, die du erschilderst. Sehr bedrückend.
Ich würde gerne ganz kurz dich aber noch was fragen zu deinen Kindern. Du hast 3 Kinder und alle Kinder sind weg. Ja. Das muss ja auch für dich eine ganz, ganz große Belastung sein. Es ist ein Horror. Du hast auch überhaupt keinen Kontakt zu den Nein. Kindern? Gar nichts? Absolut nicht. Es ist der absolute Horror. Sind die Kinder adoptiert in die Familien? Nein, die sind in Pflegefamilien. Hast du die Chance, irgendwann deine Kinder nochmal zu treffen? Nein. Du hast die Chance nicht? Nein, die Chance habe ich nicht. Sandra, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Das ist das Zeichen, dass die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir müssen weiter sprechen. Wir müssen überlegen, wie wir dir vielleicht eventuell ein wenig helfen können. Dazu legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal an. Ja, okay. Okay, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. Unser erster Tag in dieser Woche. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen heißt unser Thema, was Frauen wollen. Ich möchte gerne mit euch Mädels sprechen und mich mit euch über eure geheimen Wünsche unterhalten und mit Männern, was die so mutmaßen, was Frauen vielleicht für Wünsche haben. Oder vielleicht sind die Männer auch schon konfrontiert worden mit dem einen oder anderen ungewöhnlichen Wunsch. Ein Radio.